Ja, hallo, hier ist der Ethanol-Junkie mit einem neuen Video. Heute stelle ich euch das Veltins Pilsner vor. Das wird in der Brauerei Veltins Grevenstein gebraut. Es hat 4,8% Alkohol, ist eine 0,3er Flasche, wird sogar hier, man kann es sehen, sehr gut bewertet von Ökotest. Was gibt es dazu sonst noch zu sagen in der Vorbereitung? Größtenteils bekannt ist es halt durch den FC Schalke 04, beispielsweise die Veltins Arena wird groß gesponsert. Ich mach's mal auf. So sah der Deckel aus. Und ja, ich mach mal den ersten Schluck jetzt erstmal. Ja, es schmeckt wirklich, es schmeckt besser als der Schmuck auf jeden Fall, es schmeckt süß. Bisschen bitter, wenig, diesmal sogar nicht herb. Und mal im Gang gucken, wie es sich runtersäuft. Es lässt sich gut runterkriegen auf jeden Fall. Und ja, gibt es noch was Spezielles dazu zu sagen? Ist halt ein ganz normales deutsches Bier aus deutscher Qualität. Die schmecken zwar irgendwie alle gleich, aber halt auch alle wirklich sehr gut. Und wir machen jetzt kurz einen Prozess damit. Und jetzt wird's geäxt. Sollte nur noch Schaum drin sein. Ja. Ja, und das war die kurze Vorstellung zum Veltins Pilsner seit 1824 wohlgemerkt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video.